Und du musst dich erstmal was zu essen machen. Ja, ich werde dann auch mal so langsam mit unserem Schweinebraten anfangen. Ich wollte eigentlich schon Hallo, beleidigst die du mich schon vorletzte wieder? Runde schon Schluss machen, aber ich dachte mir, Nee. nein! So, das beste Mittel gegen Geruch alter Leute ist immer noch das Blut Christi. Das beste Mittel gegen Penisneid ist immer noch ein Rülpser erwarten und auf den Boden kotzen. Beste Mittel gegen polizeiliche Gewalt sind immer noch Blowjobs während der Autofahrt. Oh, danke. Gehen wir Oh, Matt schnell. holt auf. Matt, hier holt auf. Ja, Matt und Charuk mal wieder. Ja, Meine neue ihr hängt Post-Punk-Band mir heißt hinten dran. faschistische Krümel. Oh Mann, hätte ich was Gutes drin gehabt. Meine neue Post-Punk. Was? Was? Post-Punk-Band. Wow. Woran kann man eigentlich Wirt geladen reinsetzen? Kannst du einfach überall reinsetzen, wo du denkst, das passt. Wo passt denn am besten? Keine Gute Ahnung. Frage. Nächste Wenn Frage. du das Gefühl hast, es passt. Es ist schwierig zu erklären. Das ist so. Du musst es Weißt du, sehen und musst manchmal sieht und man einen Menschen und musst im man Kopf weiß von schon selber anfangen vornherein, zu ich lachen. mag diesen Menschen. Und dem drückst du mal so richtig ein bitte warten ins Gesicht. Wird geladen. Oder auch ein wird geladen. Funktioniert beides. Einfach so, ey, ich sehe dich und ins Gesicht. Bösen Kommentar verkneifen, bösen Kommentar verkneifen, bösen Kommentar Also, die verkneifen. neue Postbank-Band vom Fanta heißt Faschistische Thermonukleare Explosion Krümel oder Detlef die Soße Schwarze Seele Krümel oder Mit dem Gefühl zurechtkommen Krümel oder Nervige kleine Kackbratzen Krümel oder Tote Eltern Krümel. Die Wie heißt die neue Postbank-Band. Postbank-Band? Postpunk Tote nicht Eltern bannen. Krümel! Hab ich doch gesagt! Die Kackbratzen sind schon cool. Faschistische kleine Katzen, nervige kleine Kackbratzenkrümel. Ja, Kackbratzen hat. Ich habe gerade verstanden, Katzen. Nein, 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 Bratzen. Kackbratzen. Danke, ich kriege immer wieder einen Punkt. Ich dachte schon, ich wäre verloren. Man nehme Man Punkt, nehme Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, und Punkt und erhalte Punkt, Punkt, Punkt. Was heißt die Straw Pick? Dieses Draw 2, Pick 3. Also du kriegst zwei Karten und musst drei auswählen. Ansonsten kriegst du immer eine Karte und musst eine ausspielen. Ah. Alter. Alter. Ist jetzt was. Und wie ist mir die Frage, was willst du nicht in einem chinesischen Essen finden? Man nehme das chinesische Gymnastikteam und Stephen Hawking, der versaut redet, und erhalte Amputierte. Man nehme Fettleibigkeit und meine Seele und erhalte Unterdrückung. Man nehme Haue und Trichtersaufen und erhalte das Wunder der Geburt. Man nehme Hundebabys und Bienen. Oh. Und der alte Echt Currywurst gerade? mit Pommes, man nehme Obdachlose und flabbelige Möpse und erhalte Sexting. Also der letzte fing echt gut an mit den ersten beiden, aber hört am Schluss echt schwach auf und deswegen Ja, habe ich musste mir ich einfach gedacht. definitiv die Currywurst-Pommes. Was hätte ich sonst da rein tun sollen? Hätte ich da Poplas reinpacken sollen oder? Keine Ahnung, aber es fehlte so das gewisse Etwas und es hätte sogar noch die Currywurst-Pommes Es überragen können. fehlte der Popel in der Suppe. Ja. Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie Punkt, Punkt, Punkt ausgesetzt wurden. So, Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie einem halbherzigen Vorspiel Toni Morrisons Vagina, Matt Grelas Prim, Jetzt lacht er über seinen Batman, fette, eigenen. Er schwitzende lacht über seinen Balletttänzer eigenen. ausgesetzt wurden. Er lacht bestimmt über seinen eigenen Witz.
Weißt du, das Blöde dabei dran ist, Daru ist gerade dran, es auszuwählen. Ja, eben. Du sowas nicht machen. Oh. Fischerspritze, fischt gern frische. Ja, was fischt er denn? Kommt schon, jetzt beeindruckt mich mal wieder. Kommt schon. Okay, ich beeindrucke dich. Vielleicht. Oder auch nicht. Ich versuch's auch mal. Daru, regnet das? La 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 la. Ja, wie aus Eimern. Okay, danke. Daru sitzt näher an dem Fenster, deswegen kann ich es nicht sehen. Fischers Fritz fischt gerne frische. Matt Grilla, okay. Lady Gaga, dicke, fette Katzenköte. Essbare Unterwäsche. Unangebrachtes Jodeln. Hä? Wie kann man unangebrachtes Jodeln fischen? Ja, aber ist jetzt alles irgendwie nicht so das Wahre irgendwie. Ich dachte umgebrachte Jodler. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie voll der Hammer. Aber, okay. Ja, also ich geb's zu, ich hab einfach nur rausgehauen. Du hast Matt Grilla rausgehauen? Wer sagt, dass ich das war? Weil ihr euch das gegenseitig hin und her werft. Aber ich ja gerne. Ja, Jan hat schon häufiger als ich. Aber nee. Ich ja gerne. Zweimal. Ich finde das ja eigentlich ganz gut. Da, verdammt! Siehst du, ich war's nicht. Wer war denn das mit Matt? Ich hab keine Ahnung. Paula hat nicht. Punkt geklaut und muss deswegen zur Strafe die ganze Woche Punkt kotzen. Putzen! Alter! Ja. Nicht das Beste, aber Versuch ist es wert. Bist du so laut? Tut mir leid, die Tastatur ist halt nun mal nicht so die leiseste. Hör auf, die Tastatur. So, Paula hat gepanzerte Lastwagen geklaut und muss deswegen haarige Hodensäcke putzen. All You Can Eat Shrimp hat sie geklaut und muss Robocop putzen. Sie hat Eier geklaut und muss jüdische Burschenschaften putzen. Chris krasse Schokocroissants geklaut und muss Hose mit ausgesparten Hintern putzen. Oder hat sie knuddelige Koalabären geklaut und muss 40 gebrauchte Bullis putzen. Jetzt frage ich mich aber, wo du Schokocroissants gelesen hast, wenn da doch Kokoscroissants steht. Kokos, dann eben. Ja, die Auflösung hier auf dem Monitor ist nicht die beste. Können gern tauschen. Alles aufs aber dann hätten wir jetzt gerne die Auflösung von dem, was du auswählst. Boah, ist das eine Überleitung gewesen. Oh, wie geil. Bin da mal off. Okay, ich wünsche dir was. Fanta. Tschüss. Tschö. Opa. So, die Klassenfahrt wurde durch. Völlig ruiniert. Dadurch kann sie echt ruiniert werden. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir das erste Mal den Fall haben, dass mindestens zwei Leute ein und dieselbe Antwort legen. Bisher ist es noch nicht passiert. Ja, eben. Die Klassenfahrt wurde durch Japaner, die nicht gut in Mathe sind, völlig ruiniert. Oh, das kann alles ruinieren. Durch noch einen beschissenen Vampirfilm, durch Furz und einfach weg oder durch milde Stichwunden. Super. Es ist auch sehr deprimierend. Ja, also ich meine, stell dir das mal vor. Also. Hallo. Hallo Martin. Hallo. Neues von J.K. Rowling. Hallo. Harry Potter und die Kammer des Das wäre eigentlich, ich weiß, wer da gerne Karlstar gewesen wäre. Ja. Darf ich fragen, wer die Gottin ist? Okay, warte mal. Ja, da wäre ich wahnsinnig gerne jetzt Karlstar gewesen. Okay, jetzt muss ich Matt beeindrucken. Was bist, Martin, was? Die kenne ich mir noch gar nicht. Der oder die Gottin und Magister Kekse? Die kenne ich noch gar nicht. Es ist eine sehr treue Stammzuschauerin von mir. Oh, okay. Das ist etwas sehr Simples, aber als Harry Potter Fan muss ich das jetzt einfach auswählen. Harry Potter und die Kammer der afrikanischen Kinder. Die Kammer der Weißen? Die Kammer des halbherzigen Kompromisses? Oder
Neues von J.K. Rowling, Harry Potter, die kann man das erotische Harry Potter-Geschichte. Oh. Ich habe nicht das genommen, was du was jetzt denkst. Was zur Hölle? Denk an den ersten Teil. Der Stein, der... Keine Ahnung, irgendwie, ich kann mir das nicht merken. Aber ich finde, die Kammer des und die Kammer des halbherzigen Kompromisses ist ja auch sehr schön. So, ich bin auch dazu gekommen. Ja, wie sieht's gerade? Was haben die USA auf Afrika abgeworfen? Na dann. Wo ist die Karte deiner Mutter, wenn man sie mal braucht? Ach Gott. So. Was haben sie denn auf, habt denn die USA auf Afrika abgeworfen? Tiefkühltruhen voller Organe? Meine Popo-Jungfreundlichkeit? Ein einsames Schamhaar? Drei Schichten von Nina Hagens Schminke oder Michelle Obamas Arme? Also nur zwei Sachen davon ist eine Nuklearwaffe. Ja. Ja. Sind die letzten beiden? Ja. Wobei das vorletzte eher chemisch ist und das letzte biologisch. Es ist nicht atomar. Ja, also es sind auf jeden Fall ABC-Waffen. Ja, yeah, das ist definitiv. Also gegen ja. Genfer Konsens. Obwohl, wenn sie Tiefkühltruhen voller Organe, wenn sie ausfallen und fangen zum Stinken an, sehen wir. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das denn für ein Geräusch? Ja, ich bin der Karzer, ne? Ja, du bist Karzer. Ja. Kann er wenigstens nicht keinen Punkt machen. Jetzt brauchen wir noch. Geil. Raffi, oder was? Ja. Okay. Ja, Raffi und Jan sind momentan sexuelle Spannung. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Oh ja, die duften ganz schön räudig. eine Nierenstein ausscheiden. Das muss man erstmal nachmachen. Eine enttäuschende Geburtstagsparty, ja, die stinkt. Richtig es, heil es, werden. Es geht nicht um Geruch, sondern Geräusch. Lest dir die Karte richtig durch, bitte. Achso, Geräusch, ja. Geräusch, ja. Achso, ja, Stimmt, warte mal, Geräusch, dann sind trotzdem das meine drei Favoriten. Also russische Kellerpornos, Nierenschein ausscheiden und eine enttäuschende Geburtstagsparty. Da können Kinder heulen, das ist ja schon mal ganz lustig. ein Nierenstein auszuscheiden. Also wer das auspresst, uiuiuiui. Der ist bestimmt nicht leise dabei, doch. Ja, russische Kellerpornos, die sind ja schon... Ich glaube, der beim Nierenstein schreit wieder Jungfrau nachher. Alter, das ist alles irgendwie so ein bisschen böse. Dann zeig uns deinen inneren Teufel. Meinen inneren Teufel? Ja. Boah, heulende Kinder. Ja! Wer war denn das mit dem Nierenstein? Das wüsste ich jetzt auch gerne. Daru, hast du Erfahrung dabei? Wenn es um Punkt geht, Sparkasse. So, außer Geld, was kann man noch auf der Sparkasse machen? Leute, sagt's mir. Sagt's mir, zeigt's mir, gebt's mir. Nehmen wir das. Gib's dir. Ja, die Katze. Ja, das finde ich auch gut. Zwar kein Geld, aber okay. Wenn es um zu viel Haargel geht, Sparkasse, oder wenn es um Penisneid geht, oder um lebende Schulden, ihr den Hintern versohlen, an Scheiß um die dritte Welt kümmern. ich habe zwei Favoriten. Weil wenn ich an Sparkasse denke, denke ich auch an lebende Schulden und an ein Scheiß um die dritte Welt kümmern. Aber ich glaube, das hier machen sie mehr. Jawohl. Muss ich mich jetzt schlecht fühlen, weil ich bei der Sparkasse bin? Nö. Okay. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem, warte mal, das ist doch von mit einem Seufzen, oder wie das heißt. Ich muss unbedingt mal ein bisschen Müll rauswerfen. Das ist gut. Das dachten sich die Juden damals auch. Was? Siehst du gleich. So, und wie endet die Welt jetzt?
Also die Welt ändert mit Suppe, die zu heiß ist. Was? Masturbation. Also ich hätte jetzt nicht getypte Holocaust-Mütze genommen. Jawohl. Opros ist hier um. Welches überhaupt? Also ich kriege ja im Moment nur Müll auf die Hand. Ich muss aber wissen, wer das überhaupt ist. Nehmen wir das. Da nehmen wir das. Schrei doch nicht so laut. Jetzt kommt sicher seine Wegwerferrunde. Der kleine Prinz. So, Bob Ross ist hier um klobrige, ist hier für klobrige, klebrige Kloschüsseln. Oder ist er hier um zum öffentlichen Verspotten oder um ein verdammter Zauberer zu sein? Oder ist Bob Ross hier um kleine glückliche Wolken zu beglücken? Oder ist er hier um Devil Farmer ein schönes Bild zu malen? Also irgendwer will sich da einschleimen, aber irgendwie ist es nicht böse genug. Also da ist ja sogar ein Herzchen hinten dran. Ja, schon, aber wenn es gegangen ist um Blowjob oder so weiter, ja. Du willst von Bob Ross einen Blowjob haben. Es muss ja schmutzig Martin. Sein. Es muss schmutzig sein bei dem Spiel, um das geht's ja. Aber es ist nicht schmutzig. Aber ich bin trotzdem für das. War klar. Happy Little Clouds. Wenn du denkst. Es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Nein, wenn du denkst, dass bist, oh, die Karte. Oh. Obwohl du nicht bist, was hast du dann gedacht? Ich finde die Karte schrecklich. Ja, nicht da nur als Karza, es kommt nur Müll. Und immer nur Müll bei dieser Karte raus. Wenn ich das Spiel als Kartenspiel vor mir hätte, würde ich genau diese Karte einfach rausnehmen. Macht sogar irgendwie so ein ganz klein wenig Sinn, was ich rausgelegt habe. Wenn du denkst, dass du Gott bist, obwohl du nicht Pumuckls kleiner haariger Hintern bist, was hast du dann gedacht? Seriously. Wenn du denkst, dass du ein einsames Schamhaar bist, obwohl du nicht ein fusseliger Schnuller bist, was hast du gedacht? Boah, ist das ekelhaft. Wenn du denkst, dass du Schlampen bist, obwohl du nicht erst von hinten besorgt kriegen bist, was hast du dann gedacht? Wenn du nicht, dass wenn du denkst, dass du blasiger Kniekehlen Herpes bist und nicht Sean Connery bist, was hast du dann gedacht? Ladies. Wenn du denkst, dass du der Überboss-Komplex bist, obwohl du nicht fabelhaft sein oder fabelhaft bist, was hast du dann gedacht? Kein Sinn. Ich glaube, ich werde weg. Ja, ich habe einfach nur rausgeschmissen. Das war eine Wegwerfrunde, glaube ich. Ja, ich bin in der Schamhaar. Harvard-Vorstellungen. Lang lebe. Ich habe einfach das rausgehauen, was am sinnigsten war. Lang lebe, Metrilla. Ich bin aber nicht Karza. Wo ist die Karte, Mischa Hitler, wenn man sie braucht? Lang lebe der Tod. Lang lebe Axteo. Wow, lang lebe Scientology. Lang lebe ein Kind Süßigkeiten wegnehmen. Lang lebe Viagra. Lang lebe Homosexualität. Wow. Wow, das Schlimmste überhaupt. Ja. Bibi. Was ist rot und klebt am Straßenrand? Das Überfahrene? Das ist das Perfekte bei mir, wenn ich Karza bin. Oh, das muss richtig, das muss richtig widerlich sein. Und lustig.
Matt überlegt noch. Also, was ist rot und klebt am schwarzen Rand? Überfahrene Schwarze. Das Herz eines Kindes. Paarbeschlampen auf dem Weg zur Besserungsanstalt. Nicolas Cage oder Britney Spears mit 55? Ich darf ja jetzt noch nicht mal laut aussprechen, was ich als Favoriten sehe. Warum? Weil das rassistisch und böse ist. Wir sind doch unter uns, kriegt doch kaum einer mit. Die ersten beiden. Die sind wirklich Hammer. Oh. Ich lasse gerade immer vor. Ja, ich nehme das, was irgendwie grammatisch passt. Jawohl, so ich heiße ich doch sonst Devil. Also ohne rassistisch zu sein, nur damit es grammatisch passt, ne? Ja? Natürlich. Natürlich, ja. Och nee, die Karte ist auch scheiße. Im neuesten Film von dem Indertyp da entdeckt Bruce Willis das M. Punkt, Night Punkt. Shyamalan. Dem Indertyp. In Wahrheit die ganze Zeit Punkt, Punkt, Punkt ist. Es müsste 12 Monkeys sein, oder? Nein, das ist The Sixth Sense. Meinst du? Ja. Ja, also es müsste eigentlich heißen, entdeckt Bruce Willis, dass er in Wahrheit die ganze Zeit tot gewesen ist. Oh Gott, scheiße, habe ich jetzt gespoilert? Oh mein Gott, Spoiler-Alarm! Ja. Bäm, bäm. Naja. Also die Karte finde ich richtig scheiße. Ja, ich auch selber. Die ist mal richtig scheiße. Die habe ich auch im Scheiße gefunden. Im neuesten Film von M. Night Shyamalan entdeckt Bruce Willis, dass die Verletzung der meisten Menschenrechte in Wahrheit die ganze Zeit künstliche Befruchtung gewesen ist. Robert Downey Jr. war die ganze Zeit Oma. Justin Bieber war die ganze Zeit Frauen. Oder eine Frau, ich weiß es nicht. Aber der Hurricane Katrina war ein Zeitreiseparadoxon. Und Ronald Reagan war ein heimlicher Arschkratzer. What? Ich glaube, ich nehme das hier. Oh, Dankeschön. Es wird echt spannend. Obwohl, drei Punkte für die Miete dazu ist auch gut, ja? MTVs neue Reality-Show zeigt 8 verliebte Promis, die mit Punkt, Punkt, Punkt zusammenleben. Nee, komm. So. Nehmen wir das hier. Ich hoffe. Das ist Card Against Humanity. Das ist böse. Das ist ein richtig böses Spiel. Das ist ein richtig böses Spiel. Ich erinnere mich noch, wie ich meine erste Runde gewonnen habe als Frauenversteher. Was, ja. Die Antwort auf die Frage, was mögen Frauen am meisten? Ich habe geschrieben, wenn man pupst und es kacke mit rauskommt. Und ich habe gewonnen. Also, MTVs neue Reality-Show zeigt 8 verliebte Promis, die mit Fingermalerei, 7 schwulen Zwergen hinter den 7 Bergen, was lustiges, Pterodactyl-Eier, ein gebleichtes Arschloch zusammenleben. So, Steve, mit was leben denn die 8 verliebten Promis zusammen? Er kann keine Karte auswählen. Ja, er kann keine Karte auswählen. Schön! Schade. Oh Gott. Nu? Keine Ahnung. Ja, unentschieden. Also, was wäre euer Favorit? Sagen wir es mal so. Was Lustiges. Was Lustiges. Was wäre euer Favorit? Was Lustiges. Das Lustige ist irgendwie schon lustig. Also egal was, Hauptsache irgendwas. Hauptsache was Lustiges. Ja, ne? So. Ja.
Und nun? Ja, probier mal F5. Mehr finde ich nicht ein. Ist das nur F5 oder Alt F5? Nein, nur F5. Nur F5. Aha. Ja. Jetzt doch. Warum kommt sowas eigentlich immer von Martin, wenn es um Schwule geht? Brise ist am liebsten zum Frühstück. Er hat ja auch schon gesagt, er würde gerne von Bob Ross einen Blowjob haben. Ja, ich muss das böse in den Leute, stellt euch nicht vor, was passiert, wenn er nicht mehr beobachtet wird. Also, was ist denn Terosa? Er ist von der Ponderosa. Was ist Theresa am liebsten zum Frühstück? Drogen, weil ich sie mag. Drogen. Ja. Dann geht's mir gut. Habe ich keine Drogen, dann esse ich keine Drogen und sowas. Jawohl, ein deftiger Frühstücksdöner, Theresas Nase, Hundebabys, Kerle, die dich anrufen oder behaarte Brüste. Baby. Also, was futterst du? Nee, also unter Selbstverstümmelung des... Aber das ist sicher was Gutes zum Frühstück, das liegt sicher im Magen. Danke! Ah, Manno! Oh. Überholt und gewonnen. Jo! Na, GG, well played. Danke! Hat ja am Anfang gar nicht gut ausgesehen. So, ich glaube, hier wollte jetzt so der eine oder andere Feierabend machen. Ja, also erstmal mittags. Eben genau. Essen. Ja, ich muss noch die Tradition wahren. So, Moment. Oh, ein oder halt, ich mach Essen und ihr spielt weiter. Ich kann aber auch langsam nicht mehr. Mir ist das egal, also wir können gern weitermachen, wir können. Ja, mir ist es echt egal. Also ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt Er kann schon gar nicht mehr richtig sprechen und denken. Ja gut, ich müsste ja auch das Essen vorbereiten. Nee, ich würde vorschlagen, dann machen wir jetzt Feierabend. 22 Minuten 56 Sekunden, das reicht langsam. Frag mal an Martin, das ist bei mir Standard. Ja, aber das war's für heute. Ja. Oioioioioio. Okay, dann machen wir das so. Ich mache jetzt erstmal bei mir zumindest den Stream aus. Ich danke allen, die zugeschaut haben. Nächste Woche Sonntagmorgen geht's wieder los. Mal gucken, ob wir dann Counter-Strike zocken oder das hier zocken oder was vollkommen anderes. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Nicht vergessen, bei mir gibt's nächste Woche Sonntag Kekse. Okay. Kekse. Ja. Und ich glaube, ich hau mal 2 Beta-Keys nächste Woche raus. Und jetzt willst du hier. Closed Beta. Voll die Schleichwerbung hier. Ja. Nee, ich habe zufälligerweise 2 Closed Beta bekommen für, warte mal, ich muss mal gucken, wie das Spiel heißt. Na komm. Irgendwas mit Sun war das, glaube ich. Irgendwas mit Sun war das. Oder mit Supernova. Ein Supernova. Nee, ist nichts. Yep. Und vielleicht gibt es da noch. Vielleicht gibt es dann auch noch den Key, den ich bekommen habe für... Was wird denn mir hier geschickt? Alter! Was? Die für die russischen Keller Keller-Bahn, oder was? Sowas in der Art, ja. Was? Ja, Spam-Mail habe ich bekommen. Das Erste, was ich sehe, eine Frau, die die Beine spreizt. Mann. Ich mich auch mal an der Stelle und bis nächste Woche. So, Zacko LP, danke dir übrigens noch fürs Follow. Und ich mache jetzt Feierabend. Vielleicht mache ich heute Abend wieder ein bisschen Arma 3 altes Live. Dann wieder als Medic und ADAC-ler umeinander fliegen, Herr Martin. Ja, Oberschwester Hildegard zu ihren Diensten. Und Dr. Greendump. Okay, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. An die Leute bei Matt. Danke auch bei euch fürs Zuschauen. Die hören dich schon nimmer. Die hören dich schon nicht mehr. Nee, ich hab schon. Ich hab gesagt, ich bin raus und dann mache ich den Stream aus. Okay. Also, Mann, hast du nicht aufgepasst bei den letzten 15 Jahren? Nee. Okay, dann mache ich es jetzt genauso. Ich wünsche euch was. Ciao.